Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit der Regierungsrätin Susanne Hochuli. Liebe Argovia-Hörerinnen, liebe Argovia-Hörer, im Moment sind 3,5 Millionen Syrerinnen und Syrer auf der Flucht. Wenig, ganz wenig finden den Weg in die Schweiz. Einige werden am Ende ihrer Odyssee in Aarburg landen. Ja, in Aarburg, wo der Kanton eine neue Asylunterkunft für maximal 90 Personen einrichten will. Ja, in Aarburg, wo Würst gegen Asylsuchende gegrillt worden sind. Ich weiss, Aarburg hat Probleme und ich nehme sie ernst. Darum will sie den Kanton gemeinsam mit der Gemeinde angehen und lösen. Zum Beispiel in der Schule. Ein Problem hat aber nicht nur Aarburg. Ein Problem hat auch der Kanton bei der Unterbringung von Asylsuchenden. Es gibt zu wenig Plätze, weil zu viele Gemeinden ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Und das hat zur Folge, dass der Kanton auch in diesen Gemeinden zusätzliche Menschen muss unterbringen muss, die schon Asylsuchende betreuen. So wie in Aarburg. Bei allem Verständnis für den Widerstand, der sich formiert hat, ist mir etwas wichtig. Verlieren wir das Augenmass nicht. Die Asylsuchenden, die nach Aarburg werden kommen, sind Menschen wie Sie und ich, liebe Argovia-Hörerinnen und Argovia-Hörer. Sie haben zwei Arme, zwei Beine und einen Kopf. Und sie haben im Alltag die gleichen Bedürfnisse wie wir auch. Essen, Trinken, Schlafen und ein Dach über dem Kopf sind die wichtigsten. Genau um das geht es und nicht mehr und nicht weniger. Menschen, die vor einem Bürgerkrieg flüchten, sind angewiesen auf unsere Hilfe. Im besten Sinn von der humanitären Tradition der Schweiz. Der Satz, ich habe nichts gegen Ausländer, aber dieser Satz gilt nicht. Ich wünsche uns allen, dass wir nie erleben müssen, wie es sich anfühlt, aus dem eigenen Land zu flüchten. Die Regierungsrätin Susanne Hochuli. Exklusiv bei Radio Argovia.